Hallo zusammen! Heute in diesem Video machen wir mal eine Werkstatttour. Ich habe vor einem Dreivierteljahr schon mal eine gemacht. Da hat sich bestimmt schon etwas getan in diesem Zeitraum. Und ich möchte euch heute nochmal meine Werkstatt vorstellen. Es sind so knapp über 20 Quadratmeter. Und Platz kann man nie genug haben, aber definitiv werde ich nicht umziehen. Das passt alles schon. Da muss man sich etwas dann arrangieren, wenn der Platz nicht ganz ausreicht. Aber genug erzählt. Wir starten nach dem Intro und dann zeige ich euch meine Werkstatt und werde dazu ein paar Worte dann sprechen. Bis gleich. Wie der Achim sitzt. Ja, ich wollte euch nur zeigen, das ist so meine, wie sage ich immer, die Denkerposition. Das ist so der Bereich, wo ich dann sitze, rauche eine Zigarette, trinke einen Kaffee und mache mir Gedanken über ein Projekt, was ich gerade mache oder über ein anstehendes Projekt. Das ist so meine Sitz- und Denkposition. So, aber zur Werkstatt, man kann ja das sehen, das habe ich ja aber schon mal gesagt, ich bin nicht der Putzmann oder so, hier auf der Fensterbank ist auch noch so ein kleines Chaos. Ich habe hier eine Massivwerkbank, weil ich, bevor ich mit Holz gearbeitet habe, habe ich vorwiegend Metall. Ich habe also auch einen schweren Schraubstock. Und diese Werkbank hat 250 Kilo. Ich habe also vorher dann immer viel geschweißt, geflext. Da war also nicht so mit Holz. Das war etwas anders ausgestattet und nicht mit Holz verkleidet. Aber da die Werkbank im Prinzip ein zwar altes, aber ein gutes Teil ist, habe ich die nicht entsorgt. Die hat hier ihren Ruhestand gefunden. Schraubstock kann man auch in massiven immer gebrauchen. Und wenn man hier jetzt dann sieht, das ist ja das Rondell, was ich mal gemacht habe für meine Zwingen. Die Zwingen habe ich deswegen hier, falls ich da mit Eisen irgendwie noch, kommt ja ab und zu vor, etwas machen, dann zwinge ich die zusammen. Und da hat mal, wie ich dieses Rondell für die Zwingen gebaut habe, einer geschrieben, wie lange es hält, weil ja das der Drehteller oben nicht für diese Belastung ausgelegt ist. Das ist ja schon einige Monate zurück, funktioniert alles. Ja, unten der Werkbank auch, viele Sachen sind da drin noch nicht so richtig organisiert, weil wenn man zu viele Sachen hat und der Platz nur bemessen ist, gering bemessen ist, und dann stopft man irgendwo die Sachen rein und tut nach und nach gewisse Veränderungen, was jeder, wo eine kleine Werkstatt hat, immer mal wieder tut, da etwas verändern, das Optimieren. Und ja, das ist ja so ein bisschen meine Elektroecke, wenn ich da gewisse kleinere Sachen machen muss. Dann habe ich hier so meine Elektro-Kleinteile mit Vakuumklemmen. Stecker, Schalter. Ich habe hier natürlich auch dann Schalter, Automaten, FI. Ja, gewisse Sachen drin. So ein kleiner Multifunktionsgerät. Ein kleiner Schraubstock, wo bewegbar ist. Ja, und hier ist ja dann mein Apothekerschrank, wo ich gemacht habe, wo dann Farben drin sind, Öl, ja, gewisse kleinere Sachen. Alles super, die Ausrichtung hier. Natürlich kann man sagen, oh, noch so ein gewisses Chaos. Aber wenn man sich in einem Chaos, oder wie sagt man, in einem Chaos herrscht auch eine gewisse Ordnung. Ich muss meine Sachen finden, alles okay. Ja, dann hat man hier ein bisschen eine kleine Lötstation. Hier meine
Staufächer, wo dann auch Tacker, Schrumpfschlauch, Elektrosachen drin sind. Hier oben zum Flammen, meine Gaskartuschen. Ja, im Prinzip alles, man sieht ja hier steht noch Sachen rum, überall wird irgendwas auf Position gebracht, dass man laufen kann. Und hier meine Bandsäge. Und der Bandsäge schneide ich maximal bis zu einer Stärke, ich meine 40 mm. Bin ich absolut zufrieden. Für mich reicht es. Es kommt natürlich darauf an, dass ich, die steht jetzt so, dass ich hier auch an der Kappstation sägen kann, ist ja klar. Und dann langt es als von der Tiefe nicht, hier stört es. Ich kann sie natürlich, also ich ziehe sie dann als weiter vor. Ich könnte sie auch auf die Werkbank stellen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es hier. Alles soweit okay. Und die Kamera steht jetzt am Eingang. Also dort ist der Eingang, wo ich reinkomme. Und die Werkstatt ist angebaut an das Wohnhaus. Ich habe also hier keinen Durchgang für ins Wohnhaus, sondern ich muss durch den Hof gehen, ins Haus rein. Ist aber kein Problem, alles in Ordnung. Dann schwenken wir mal etwas rum. Wir machen jetzt gerade so einen kleinen Rundlauf. Hier an meiner Werkbank, wo in der Mitte steht, ist unten auch viele Sachen drunter gestellt, noch nicht optimal gelöst, wo ich was auf welche Position bringe oder so. Wenn ich da was brauche, nehme ich es raus und kommt genauso rein. Das suche ich dann als mal, wo ist jetzt etwas. Und hier ist jetzt meine Kappstation. Ich habe jetzt noch eine ganz normale Kappsäge, also keine Zug- und Kappsäge. Warum? Die habe ich mir vor einigen Jahren, das ist eine Metabo, geholt, nur um Eisen und Alu zu schneiden. Habe da auch Sägeblätter dafür und alles. Und als ich dann angefangen habe, vor, weiß jetzt gar nicht, einem Jahr oder so irgendwas, jetzt mehr mit Holz zu machen. Und dann habe ich mir nur Sägeblätter gekauft für Holz und ist alles okay. Also, dass ich jetzt nur eine Zug- und Kappsäge wegen Holz mir jetzt kaufe, nein, ich habe eine, das passt schon. Und alles, was dann breiter ist, ist ja gleich so eine normale Kappsäge. Ich kann nicht so breit schneiden und dann mache ich das an der TKS. Und von der Länge her natürlich, hier kann ich 2 Meter und 10 oder 2 Meter 20 und hier kann ich über 4 Meter. Also ich kann schon gut Material ablängen. Und mit meiner Absaugung, und hier unten steht jetzt ein Bosch-Sauger und hier unten drunter ist mein Zyklon. Hab da unten einen großen Auffangbehälter, wo viel reinpasst. Und meine Absaugung ist mit so Klebemuffen, habe ich da dran. Ich bin zufrieden. Natürlich, sie gehen etwas schwerer. Man muss manchmal mit 2 Händen oder so. Aber ich finde diese Lösung, ich habe da keine Probleme, besser wie mit diesen Holzschiebern zum selber bauen, wo ich dann sage, bis ich das gebaut habe. Da kaufe ich mir solche Teile und dann habe ich Zeit gespart. Und funktioniert alles erst rein mit 50er HT-Rohr. Natürlich habe ich viele Absperrvorrichtungen hier, damit ich dann nur für die Kappsäge, obwohl bei der Kappsäge ist ja klar, die schmeißt unheimlich weg. Da bräuchte man im Prinzip 2, noch eine Absaugung seitlich. Aber okay, das ist jetzt alles nicht so das Problem. Hier, man hat ja schon gesehen, gewisse Projekte gibt es ja ein Video dafür, wo hier meine Klebestation ist, wo dann hier noch Klebebänder alles drin sind. Und hier für meine Topfscharniere, Cheek und Topfscharniere. Ja, so gewisse Sachen, ganz einfach, überall etwas verstaut. Ja. Und hier haben wir dann noch eine Schublade, wo ich dann so Abschnitte, zu schade sind zum Wegwerfen. Entzeugt ist immer alles schnell.
Ich habe jetzt auch in den letzten 8 Tagen viel Holz entsorgt, aber im ersten Moment hebe ich mal erst alles auf und dann, wenn ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und dann wird es entsorgt. Aber da sind jetzt spezielle Abschnitte. Ja, ich habe da noch einige Schubladen, wo viele Abschnitte drin sind von in Anführungsstrichen gutem Material und das werfe ich erst einige Zeit später weg, weil es ist schon oft vorgekommen, man entsorgt etwas und 4 Wochen später kommt einem der Gedanke, man hätte es nicht wegwerfen sollen, weil jetzt brauche ich gerade so etwas. Aber okay, drücken wir mal noch etwas weiter vor. Ich möchte noch kurz was erwähnen hier, diese rote Kiste. Wenn ich dann irgendwelchen Abfall hier gerade habe und dann schmeiße ich ihn gleich hier unten rein zum Entsorgen. Das ist meine Entsorgungskiste. Und genau wie hier unter dem Frästisch steht auch noch mal eine Kiste, wo ich Abschnitte reinwerfen kann, was ich definitiv nicht mehr brauche, wo ich gleich beim Schneiden merke, brauche ich nicht mehr, wenn ich hier in der Theke ist, kleine Sachen, die schmeiße ich dann da rein. Hier steht jetzt mein Band- und Tellerschleifer, was ich auch natürlich, bin ich sehr zufrieden. Für meine Zwecke ist da alles so, für meine Zwecke, die Maschinen, was ich habe, alles top. Also ich wollte da jetzt nichts tauschen und sagen, oh, würde ich mir nicht mehr holen oder so. Alles okay. Das Einzigste, was ich hier natürlich habe mit der Absaugung, jetzt ist gerade der Band- und Tellerschleifer, ist jetzt angeschlossen. Und wenn ich jetzt am Frästisch was machen will, okay, stecke ich hier raus und mache den rein und mache dementsprechend das Absaugen. Aber es kommt in der letzten Zeit oft vor, dass ich diese Absaugung hier nicht brauche, weil ich größere Sachen fräse. Und das ist ja nur, wenn ich jetzt dann irgendwelche Leisten und ich habe da jetzt 10 Stück oder irgendwie und dann ziehe ich die durch, aber vorwiegend benutze ich keinen Anschlag beim Fräsen, weil die Teile irgendwie anders halt sind. Ja, und dann habe ich auch hier so einen Parkside-Fräser, Handfräser. Hier ist noch mein alter Stromtacker. Benutze ich jetzt auch nicht mehr. Der hat seinen Zweck zur Anfangszeit vollkommen erfüllt für das, was ich ihn genutzt habe, für Rückwände festzutackern. War das alles okay? Ja, hier habe ich dann meine Schleifbänder zum Wechseln für hier. Meine Pflegemittel von Heliacare. Hier ist natürlich die Position, so steht der Bandentellerschleifer, ist nicht optimal, weil ich den doch des Öfteren wegstellen muss. Aber ich habe da noch keine Idee gefunden, wenn ich jetzt was Langes an der Kappstation ablängen muss. Muss natürlich diese Maschine weg, weil ich kann hier einstellen bis 2 Meter. Und das kommt öfters vor, dass ich die Maschine verrücken muss. Ich war schon am Überlegen, wie kann ich das abändern oder so, aber ich will ja an der Absaugung bleiben. Ja, da muss ich mal schauen. Und das war das hierzu, mal kurz drehen. Man kann ja sehen, die Werkstatt tue ich mit Stromofen beheizen. Ja, kostet Geld, aber sonst ist es sehr ungemütlich hier draußen zum Arbeiten. Deswegen habe ich hier 2 Stromofen. Ja, und hier ist jetzt dann praktisch auch, das ist alles schon mal auf einer anderen Position gewesen. Man rückt dann etwas die Sachen zur Seite. Ich habe ja auch im Prinzip alles mit French Glied, aber ich habe nicht komplett durch, sondern es sind immer nur kurze French Glied hinten dran. Und wenn ich die Position ändern möchte, und dann schraube ich hinten die Leiste weg und mache die Leiste woanders hin. Das ist zwar vielleicht dann erstmal, muss ich wieder ein bisschen messen mit der Wasserwaage und alles, aber ich wollte von Anfang an nicht die ganze Wand komplett durchhaben mit French Glied, das wollte ich nicht, sondern ich nutze das System, aber halt für mich persönlich, so wie ich das gerne hätte.
Und hier ist jetzt auch so mein Schrank, wo ich dann so Kartuschen drin habe und alles. Ja, neben hängen dann meine zwei Pistolen. Ich habe jetzt hier dann noch gerade mal schnell ein Regal hingesetzt, wo ich dann gewisse Sachen drauf positioniere. Da unten viele verschiedene Sachen drin. Ja, ich habe, das kommt einem dann erst, wenn man dann versucht, ein gewisses System, eine Organisation in der Werkstatt zu haben, dann vor allem merkt man, Mensch, man hat sehr viele Sachen, das kann man gar nicht alles optimal unterbringen. Wenn man natürlich eine sehr große Werkstatt hat, ist alles kein Problem. Aber wenn man sich jetzt, so wie ich jetzt, würde ich mir noch zum Beispiel eine Abrichten, Dingenhobel zulegen und bräuchte dazu noch eine Absaugung, dann wird alles noch mal enger, obwohl ja viele gar nicht diese Fläche haben und haben noch eine kleinere Werkstatt. Dann ist das Problem natürlich noch größer. Also ich will gar nicht jammern, das wäre jammern auf großem Niveau, weil ich bin zufrieden. Das ist eine Hobbywerkstatt, wo okay ist von der Größe her. Da haben viele nicht diese Fläche. Gut. Und dann schwenken wir wieder mal rum. Hier sieht man ja, das habe ich ja erst vor kurzem gemacht, dass ich das neu organisiert habe, dass hier Holz ist und hier mein Holzlager auf Rollen, wo ich bewegen kann. Ich habe hier hinten, das ist ein Einbauschrank. Das war vor der Zeit, wo ich mit YouTube angefangen habe, habe ich den schon eingebaut, weil das so eine Nische ist, wo ich platzmäßig irgendwie, hab ich denk, so ein Schrank, da ist auch das Chaos drin, da wird alles reingestellt, ob das Farben, Spanngurte, ach Gott, so viele Sachen, was da hinten drin sind, also da muss man sich auch durchwühlen. Dann habe ich natürlich so einen Werkstattwagen, den habe ich auch schon viele Jahre, wo im Prinzip dann auch standardmäßig ist da alles drin, was man gebrauchen kann, beziehungsweise da ist noch mehr Zeugs drin, wie man als normaler Hobbyheimwerker gebrauchen kann. Also das ist schon eine große Ausstattung, was dieser Wagen hat. Den habe ich mir genauso gekauft vor einigen Jahren. Und ja, dass man zumindest mal alle Schlüssel, was man gebrauchen kann, eventuell mal, habe ich. Mein Standardwerkzeug, wo es schnell gehen muss, das greife ich dann von vorne weg. Dort sind die Standardschlüssel und Schraubendreher. Und hier sind dann wieder so spezielle Sachen, wo man dann auch hin und wieder mal gebrauchen kann. Hier sieht man dann noch so eine Kiste, so eine blaue. Und hier kommt praktisch von meinem Zyklon, was ich dann habe, wenn unten der Behälter voll ist. Und dann schütte ich es hier rein und von hier wird es dann entsorgt. Also ich praktisch nur so einen Auffangbehälter nochmal zum Deponieren von meinen Absaugspänen. Schwenken wir mal hier noch etwas rum. Sind wir hier an der Bohrstation, wo ich, was soll ich zu der Bohrstation sagen? Da gibt es ja schon ein paar Videos davon. Also Fakt ist, ich werde jederzeit genauso, wie ich das gemacht habe, wieder machen. Wenn man diese Standbohrmaschine jetzt auf einer Werkbank stehen hat, wo eine Rückwand dabei ist, dann macht ja jeder die Bohrer hinten dran. Also die Bohrer sind ja jeder, wo eine Standbohrmaschine hat oder Tischbohrmaschine hat, sind die Bohrer direkt dabei. Da ich das dahinter nicht habe, weil ich sie ja verschieben kann für gewisse Situationen, ist ja klar, wo soll ich die Bohrer hin tun? Ich habe jetzt zwei Sets von Bohrer. Einer hier und einer an meiner Akkustation. Also war es für mich doch klar, hier müssen die Bohrer sein und der Kreisschneider. Und die sind natürlich, ist das hier drin,
Hier sind dann meine zwei Sorten Bohrer, ob für Metall oder Holz. Hier unten liegt dann mein spezielles Teil mit einem kleinen Maschinenschraubstock. Ich habe es null bereut und ich werde es auch nicht bereuen, egal was manch ein professioneller YouTuber sagt. Aber wann ist jemand professionell? Wann reden wir von Hobbyheimwerker? Ich bin ein Hobbyheimwerker, weil ich das nicht hauptberuflich mache. Und wenn jemand etwas hauptberuflich macht, macht man das nicht aus Hobby, weil die Einzelhandelskauffrau, wo am Tag 8 Stunden arbeiten geht, macht das nicht aus Hobby, das ist ihr Beruf. Also sollte man da schon etwas, wie manche das sagen, wo es hauptberuflich machen und sind immer noch hobbymäßig. Also ich habe da eine andere Meinung dazu, aber okay. Dieses Teil, wunderbar, genau so wie sie ist, jederzeit wieder. Also nicht größer, kleiner, optimal 2 Schubladen und ich verliere auch nichts an der Tiefe beim Ablassen, außer die Stärke von dieser Oberplatte. Und ansonsten keine Einschränkung. Ich kann auch seitlich, hat man ja auch schon gesehen, wo ich dann den Tisch rumdrehe. Das ist halt natürlich an dieser Maschine, eine Supermaschine, viele Vorteile. Und deswegen kann ich alles mitmachen und passt alles. Okay, was zu diesem Thema Bohrstation. Und dann drehen wir mal wieder weiter rum. Wir sind jetzt an meiner Hauptarbeitsposition, wo ich hier die meiste Arbeit verrichte. Also hier stehe ich immer und montiere und habe natürlich dementsprechend mir das so eingerichtet, dass meine Wege, ich habe ja ein gewisses Alter, da kann ich nicht den ganzen Tag noch rumlaufen und machen, sondern ich versuche die Wege so kurz wie möglich zu halten. Deswegen habe ich auch die Bohrstation hier positioniert, damit ich schnell, also ein Meter kurzer Weg, genau wie hier mit meinen Schraubensachen. Hier habe ich so das Standardzeugs, Akku brauche auch jeder. Hier meine Akkustation. Hier ist dann dieser Apothekerschrank, habe ich ja auch frisch gemacht. Da sind dann meine ganzen Bohrer drin. Ich habe auch für die Akkustation einen Schalter zum Einschalten. Also da ist jetzt nirgends Strom drauf an den Ladegeräten. Hier hinten ist ein Schalter. Da drücke ich dann drauf und erst dann wird geladen. Warum ist das so? Ich habe hier einen Hauptschalter. Wenn ich in die Werkstatt reinkomme, ist praktisch kein Strom drauf. Hauptschalter ein und dann gehen alle Lichter an und dann ist überall Strom drauf. Ja, und hier ist halt der Bereich, wo ich dann viele Sachen so griffbereit habe, dass ich hantieren kann. Auch hier ist mein Nagler. Alles super. Das Einzige, was jetzt noch nicht dann optimal gelöst ist, ist mein Kompressor von Implotex. Der steht noch am Eingang dort. Und gut, dann muss ich natürlich, ist ja klar, nehme ich den Spiralschlauch. Das ist ja ein relativ groß. Also ich komme komplett die Werkstatt durch mit dem. Aber ist nicht optimal gelöst. Aber ich bin immer noch so am Optimieren. Wie war es da? Wird es auch noch Veränderungen geben, weil es, das merkt man natürlich erst so mit der Zeit. Man kann nie alles genauso durchdenken oder es kann nicht alles so durchdacht sein, dass man macht etwas und genau so bleibt es die nächsten 5 Jahre. Man stellt sich was vor, dann macht man, dann ist das optimal. Und dann merkt man mit der Zeit nach einem halben Jahr, doch eine Veränderung, weil ich vielleicht gewisse Maschinen gar nicht so oft brauche. Ich habe hier viele Maschinen, auch wie die 2 Flexen. Gut, jetzt fehlt gerade meine Handkreissäge. Die ist auf einer Baustelle mit meiner Führungsschiene. Das heißt, ich benutze meine Handkreissäge nicht wirklich oft, außer sie muss außer Haus. Aber man kann auch oft meine Akku
und keine Säge, wo ich dann nehme oder so. Also man tut dann individuell jeder für sich Entscheidungen als treffen und sagen, oh, ich muss das verändern, weil ich brauche das nicht so oft und das nimmt mir Platz für wichtige Sachen weg. Ich muss da eine andere Position finden. So mache ich das. Das wird jeder so machen, wo eine gewisse Fläche natürlich zur Verfügung hat. Und da ich noch viel Platz in Anführungsstrichen haben, kann ich immer noch umorganisieren, um eine Veränderung zu erzielen. Wenn jetzt schon alles richtig voll wäre, ich kann immer noch alles kompakter machen und gewinne Platz. Das ist natürlich ein Vorteil. Und ich möchte euch gerade noch mal kurz einen Einblick in diesen Gang geben. Das möchte ich auch noch was sagen. So, man kann ja sehen, hier mein Kompressor. Und hier ist dann noch gewisses Standardwerkzeug mit Schlüssel, Zangen, Schraubendreher, wo ich dann schnell griffbereit habe. Und man hat ja auch gesehen, habe jetzt ja da so Schubladen, wo dann auch so Standardsachen, was ich oft benutze, sind da drin dann. Ich habe zwar, das hat man am Anfang gesehen, auch Kleinteileregal. Oder so Setzkästen, so und Kleinteile, wo dann Nieten und alles. Aber hier sind vorwiegend halt Sachen drin, was ich dann direkt brauche. Die waren vorher in einer anderen Position. Ja, und alles okay. Habt hier auch noch Schubladen, wo Sachen drin sind. Das ist auch noch nicht so optimal. Noch ein wenig ein Durcheinander. Ich habe da schon etwas im Kopf, um das zu verändern. Aber ja, unten, das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, sind dann Stauraum. Da ist auch viel noch Ersatzschrauben und Schmirgelpapier und ja, viele Sachen sind da unten noch drin, nicht richtig organisiert, sondern dass es reinpasst und zum Zumachen. Jetzt gibt es noch eins zum Zeigen. Wir sind jetzt an meiner Sägestation, sage ich jetzt mal, von meiner TKS. Die Dewalt 7492 ist meine teuerste Maschine und jederzeit wieder absolut zufrieden. Und die steht natürlich auf dieser Position, damit ich die Auflagefläche nach vorne gut nutzen kann. Sprich, wenn ich mir vom Baumarkt Plattenmaterial von 2,10 Meter, ich kann hier 2,40 Meter kann ich durchschieben und es bleibt liegen. Und das war natürlich mein Gedanke, warum die so steht. Wenn ich jetzt natürlich 2 Meter hinten etwas habe, habe ich hier meine Rollböcke, wo ich dann auf Position bringe, dass ich es etwas leichter habe, obwohl natürlich in 2 Meter Länge ist schon etwas eine Fummlerei. Der Schnitt wird wahrscheinlich nicht 100%, obwohl die Maschine gut ist, aber bei 2 Meter tut man doch dann alles mal verkanten. Aber nichtsdestotrotz, das ist mein Prachtstück in der Werkstatt und ich möchte sie nicht mehr missen, auf keinen Fall. Und kann ich alle meine Maschine, wo ich habe, kann ich weiterempfehlen. Ich würde sie mir jederzeit wiederholen. Nicht eine andere Marke, nicht größer. Alles, wo dann größer ist, braucht man dementsprechend Platz. Und man muss natürlich auch sagen, was will ich mit einer Maschine machen? Das sagen ja viele. Sagen auch wegen so einer Maschine. Die TKS von Dewalt ist ja jetzt nicht gerade günstig und ich habe vorher auch schon andere Maschinen günstiger gehabt. Ich würde mir nie wieder so eine billige Maschine holen, teurer auch nicht. Also mit dieser Maschine für den Hobbyheimwerker, es ist meine teuerste und ich denke, das wird bei dem normalen Hobbyheimwerker auch so sein, dass praktisch seine TKS, wenn er so eine hat, die teuerste Maschine ist. Alles andere ist ja relativ günstig, sage ich jetzt mal. Also kommt an diese Preisklasse nicht dran, dass diese Maschinen, wo ich habe und kann, für meine Zwecke
alles machen. Und da bin ich zufrieden, so sollte es sein, wenn der Anspruch natürlich ein höherer ist. Und dann brauche ich dementsprechend Maschinen und dann kosten die natürlich mehr Geld wie so eine Maschine, wenn man heute eine Bandsäge, eine dementsprechende Bandsäge, dann kostet die noch einmal 500 Euro mehr wie diese TKS. Also es ist bei allem so, was will ich damit machen? Und für mich war klar, dass ich nicht, also wenn ich mir noch was hole, wird die Maschine nicht teurer sein wie meine TKS. Davon bin ich überzeugt, weil ich solche Projekte dann gar nicht baue, wofür ich dann noch teure Maschinen brauche. Ich bin nur der kleine Heimwerker. Das war jetzt mal ein relativ langes Video, davon gehe ich jetzt mal aus, wenn ich da ans Schneiden gehe. Vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.